120 Langdistanz-Triathlons in 120 Tagen. Dieses auf den ersten Blick vielleicht verrückte Projekt macht aktuell Jonas Deichmann. Es gibt auch nur ganz, ganz wenige Personen, vielleicht auch nur noch eine, die das machen kann, und das ist Jonas. Und warum kann er das machen? Weil er einfach eine unheimliche Langausdauer, Vergangenheit und Historie hat. Ich bin Bernd Langenstein, ich bin Sportmediziner und Internist und arbeite in Nürnberg am Klinikum. Konkret betreue ich Jonas eigentlich regelmäßig. Wir machen Ein- und Ausgangs- und Zwischenuntersuchungen. Normalerweise würden wir erwarten, dass nach einer Langdistanz der Körper längere Pause braucht und in Anführungszeichen zusammenbricht. Wir haben Jonas zwischenuntersucht und bei ihm ist es erfreulicherweise so, dass er eben jeden nächsten Tag wieder eine Langdistanz machen kann. Für die Zeit nach dem 120. Tag haben wir uns natürlich auch schon Gedanken gemacht. Jonas kommt noch mal zur Nachuntersuchung zu uns am Tag 1 danach. Das ist eigentlich schon festgelegt und danach muss er abtrainieren. Er macht momentan 13, 14 Stunden Sport am Tag und muss natürlich da auch wieder gezielt runterfahren. Ja, wenn euch die Challenge weiterhin brennend interessiert, dann folgt uns weiter auf unserem Kanal.